Hallo zusammen zum neuen Video aus der Motorradmeisterei. Heute nochmal mit meiner Carla. Dazu hatte ich ja in der Vergangenheit schon mal ein Video gedreht, wo wir die technischen Daten uns so ein bisschen angeguckt haben, wo ich gezeigt habe, was wir alles umgebaut haben. Und jetzt war es soweit, jetzt war ich damit schon zweimal unterwegs. Und das hat fast gut geklappt. Der erste Ausflug war beim PS Tuner Grand Prix, da ist das Ding super gut angekommen. Dazu wird es dann demnächst auch noch in den Printmedien von der PS noch einen Bericht geben. Es wird dann noch ein kleines Video zu geben von der PS direkt. Das war schon sehr, sehr cool. Und ich war zweimal mit dem Motorrad noch unterwegs auf der Strecke und bin einmal in Most gewesen und jetzt auch nochmal bei Ducati for You in Oschersleben. Und dazu habe ich natürlich einige Impressionen eingefangen und auch ein schönes Fahrvideo gedreht. Das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Das könnt ihr gleich sehen. Wie gesagt, Most war gut. Ich bin leider auf beiden Veranstaltungen ziemlich unverschuldet, muss ich dazu sagen. Echt von der Strecke gekommen. In Most hat mich einer abgeschossen. Katastrophe an der Ecke, wo es eigentlich gar nicht geht. Und in Oschersleben war es noch viel besser bei Ducati for You. Da ist mir einer vors Rad gefahren und hat das Gas zugedreht, weil ihm das Visier beschlagen ist. Ich hätte echt brechen können. Ich habe Schlüsselbein gebrochen. Zweimal operiert mittlerweile. Ihr seht, ich kann meinen Arm einigermaßen wieder bewegen, aber ist schon ein Kracher. Ne? Und ja, wie gesagt, technisch hatte ich das Motorrad ja schon erklärt. Dazu mache ich euch jetzt nochmal einen Link hier zu dem alten Video in dieses Video rein. Da könnt ihr drauf gehen und euch das dann nochmal angucken, was wir im Detail umgebaut haben. Damals in dem Video war es so, dass das Dekor noch nicht drauf war. Das haben wir jetzt drauf. Mit dem Dekor war das Motorrad auch beim Tuner Grand Prix ausgestellt, mit dem großen Logo. Jetzt andere Griffgummis habe ich mittlerweile drauf, weil wie gesagt durch den Sturz waren die halt kaputt. Ansonsten hat das Motorrad erfreulicherweise da nichts abgekriegt. Also Maschine ist unversehrt, wir haben ein paar Kohlefaserteile ersetzt und es geht weiter. Ne? Also theoretisch könnte ich so jetzt wieder fahren, wenn denn meine Schulter verwachsen ist. Aber das wird noch ein bisschen dauern. Genau. Okay, cool. Dann sage ich jetzt mal. Viel Spaß bei den Fahraufnahmen, bei den Impressionen aus Oschersleben. Wenn ihr Fragen habt, haut sie in die Kommentare rein, auch zu dem Motorrad. Ich überlege im Übrigen, mich von dem Motorrad zu trennen. Habe es aktuell bei Mobile und auf unserer Homepage inseriert. Wie gesagt, sehr, sehr kostenintensiv umgebaut. Aber ich denke, so wie es da angeboten wird als Paket, ist der Preis doch dennoch sehr, sehr fair. Ne? Okay, cool. Ja, wie gesagt, viel Spaß. Eine Sache habe ich noch, fällt mir jetzt gerade ein. Eigentlich wollte ich es zum Anfang sagen, aber ich mache es jetzt nochmal schnell. Wir sind mit dem Instagram-Account umgezogen. Wir haben jetzt einen neuen Account gemacht, weil ich hatte damals noch einen privaten und gewerblich vermischten Account. Das war echt schwierig. Und deswegen habe ich jetzt gesagt, okay, wir machen den mache ich jetzt nur noch privat, das ist meiner. Und den für die Motorradmeisterei machen wir neu. Heißt noch Motorradmeisterei Lange. Also ziemlich einfach zu finden. Und da wäre es super cool, wenn ihr mir von meinem alten Account auf den neuen Account folgen würdet. Ja, da gibt es immer Infos, also wird deutlich mehr bespielt. Es gibt jetzt jemanden in der Marketingabteilung, der das alles macht. Also kommen sehr, sehr viele Fotos rein und auch Angebote. Sehr, sehr schön. Ja, deswegen wäre cool, auf jeden Fall Instagram, Motorradmeisterei Lange. Verpasst ihr keine Infos. Ja, okay, perfekt. Nun aber, macht's gut. Bis demnächst. Ne? Ciao.